Hallo und herzlich willkommen zum 18. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Let's Play Siberia The World Before. Wir spielen das gleichnamige Spiel von Benoit Sokal und zwar mittlerweile schon, wie man hier sehen kann, seit fast 13 Stunden. Es waren, glaube ich, 4 Sessions, die wir bisher gemacht haben und ich weiß nicht, wie viele Folgen es letztendlich sind. Wir spielen den Charakter Kate Walker, eine bekannte Figur, wenn man eines der vorherigen 3 Siberia-Spiele gespielt hat. Ich kenne 1 und 2 und 3 habe ich angefangen auch schon zu spielen, aber habe ich noch nicht durchgespielt. Und das ist der neueste Titel, der erst in diesem Jahr erschienen ist und ja, die Geschichte so ein bisschen fortsetzt, aber man muss auch gar nicht so viel Vorkenntnisse mitbringen. Zumindest mein Eindruck bisher, dass das auch ganz gut ohne geht, dass man die vorherigen Spiele gespielt hat. Es gab eine kleine Zusammenfassung am Anfang, aber auch ohne die geht es eigentlich ganz gut. So, wie gesagt, ich näsele ein bisschen, aber nur sozusagen ein bisschen Luftprobleme, ansonsten alles in Ordnung. Genau, und dann wollen wir mal schauen, wo wir hier beim letzten Mal hängen geblieben sind. Ich glaube, mich noch dunkel zu erinnern, aber wir schauen, glaube ich, einfach nochmal. Wir haben nämlich ja schon große Teile der Stadt, der Alpenstadt Wagen erkundigt. Genau, und genau, das die Stadt Wagen liegt in einem fiktionalen Land in den Alpen, aber ist sehr an Österreich angelehnt. Und wir, Kate Walker, sind am Anfang erstmal geflüchtet aus einem Gefangenenlager, einer Mine und sind jetzt hier in Wagen unterwegs auf der Suche nach der Geschichte von Dana Rose, die in den 1930er Jahren hier gelebt hat, noch kurz vor dem Krieg und als eine von wenigen scheinbar hier auch Pogrome gegen ja, bestimmte Minderheiten in dieser Stadt überlebt hat. Beim letzten Mal haben wir herausgefunden, auch ihre Eltern haben das nicht überlebt. Aber sie war gerade zu der Zeit nicht in der Stadt, beziehungsweise etwas außerhalb. Und deswegen hat sie es sehr wahrscheinlich überlebt. Also wir wissen, dass sie es überlebt hat. Und wir wissen, dass die dann ins Ausland gegangen ist und während des Krieges in Großbritannien, im Auslandsgeheimdienst sozusagen, tätig war. Das haben wir hier so ein bisschen rausgekriegt und eine Person, die Dana Rose quasi begegnet ist und sie auch kennengelernt hat, war die Doppelagentin, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber sie kommt gleich nochmal, glaube ich, die natürlich jetzt hier eine sehr ältere Frau ist, die uns auf diesen Friedhof geführt hat. Und auf dem Friedhof haben wir jetzt ein paar Informationen noch bekommen über Dana Rose. Genau, dass sie eigentlich im Sanatorium war, um ihr Kind zur Welt zu bringen, dass sie mit einem windigen Forschertypen bekommen hat, der zu der Zeit auch nicht mal da war, sondern im Ausland bei einer Expedition war. Und diese wahnsinnig komplexe, aber auch stereotype Geschichte endete damit, dass eben sie ihr Kind verloren hat und dann ins Ausland gegangen ist und dann aber einen Auftrag angenommen hat, dass sie wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrt während des Krieges, um da den Untergrund zu unterstützen. Und das ist
Na, sagen wir mal eine Wendung, die hatte ich so nicht kommen sehen. Was ich auch nicht kommen sehen hatte, dass wir hier kurz vor Ende der Besuchszeit auf diesem Friedhof gefangen sein würden. Wir waren also hier auf diesem Friedhof, haben ein paar Informationen bekommen, haben hier an der Karte unseren Gehilfen Oscar abgeholt und sind dann an der Tür gescheitert, die pünktlich automatisch zugegangen ist. Und jetzt ist wahrscheinlich die Idee, einen Weg zu finden, das Friedhofstor zu öffnen. Genau. Habe ich auch dran gedacht. So, das heißt, wir sind jetzt hier auf diesem Friedhof und müssen erstmal eine Möglichkeit finden, hier wieder um die Ecke zu gehen. Das ist gar nicht so leicht. Zumal dieser Friedhof offensichtlich großflächig nee, die wollen uns da partout nicht lang gehen lassen. Das ist ja lustig. Ich bin da ja schon mal rangegangen und jetzt geht es nicht mehr. Okay. Ja. Genau, wir haben ein bisschen suchen müssen, bis wir das entsprechende Grab gefunden haben, auf das es, um das es ging. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich... Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Ich muss mal kurz schauen. Ich hoffe, dass im Vergleich der Sound nicht ganz so leise ist, wie er jetzt bei mir im Kopf ist. So, mal noch ein bisschen neu ausgepegelt. Ich hoffe, das reicht. Es sollte gut zu hören sein, was ich höre und was... ja, was im Stream zu hören ist. Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. Okay, also hier müssen wir irgendwas machen. Wir können auch Gegenstände benutzen. Wahrscheinlich aber keinen der Gegenstände, die wir gerade noch bei uns haben. Genau, kann ich ja kurz noch erzählen. Wir waren also in dem Geburtshaus von Dana Rose in ihrem alten Zimmer, das offenbar seit dem Krieg nicht irgendwie angefasst oder verändert worden war. Haben da noch ein paar Informationen bekommen. Und haben dann eine Bekannte von ihr getroffen, eine deutsche Filmemacherin oder eine, die sich als deutsche Filmemacherin ausgegeben hat, weil sich herausgestellt hat, dass sie eine... Dazu braucht man einen Schlüssel. Der war nicht sehr stabil. Das hat uns ja noch nie aufgehalten, hätte ich gesagt. Und die ist uns dann einfach begegnet in der Hochbahn. Und hat uns dann jetzt an diesem Ort gelotst. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Das könnte jetzt interessant sein. Also das fand ich vorhin schon interessant, da konnten wir hier aber nichts weiter machen. Ich kann hier auch nur schauen und ansehen, was suggeriert, dass wir noch irgendwie entweder... ein Werkzeug brauchen? Ein Werkzeug oder irgendwas anderes, um hier diese Tür zu öffnen. Also ich bin fast nicht der Meinung, weil sie sagt, dass das Schloss nicht so stabil aussieht, bin nicht der Meinung, dass wir den Schlüssel finden müssen, sondern irgendein Werkzeug, das im Zweifel dieses Schloss öffnet, würde ja irgendwie rausreichen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also von der anderen Seite können wir ganz offensichtlich hier hingehen. Auch irritierend. Okay.
auch immer sehr offensichtlich, wo man hier nicht lang kann. Weil doch diverse Wege schon gesperrt sind. Okay, hier können wir ein Treppchen hochgehen. Wenn ich mich nicht Eine irre, Sackgasse. ist das Ich muss nicht umkehren. möglich? Genau, das haben wir aber auch schon mal gemacht. Hier haben wir jetzt diesen Pavillon in der Mitte. Der sieht halt auch so aus, als könnte man da was erwarten. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen Unmöglich. anderen Weg finden. Ja, also da kommen wir nicht hoch, aber hier kommen wir ja hoch. Genau, und dann sind wir wieder an der Ecke, wo wir vorhin auch schon waren. Vielleicht kann ich sie für das Schloss benutzen. Oh, aber ich komme Ah. nicht ran. Okay. Kommt nicht an. Wie wäre es denn mit unserem Helfer? Können Sie diese Spitzhacke näher ranholen, Oscar? Natürlich, Kate Walker. Das ist Oscar, unser kleiner Helfer, jetzt in Form eines Chinchillas, wenn ich das richtig sehe, den wir teilweise auch steuern können. In so kleinen Geschicklichkeitspassagen. Was ich gar nicht so unlustig finde, muss ich sagen. Also es macht zumindest ein bisschen was von dieser 3D, weil es ja nun ein 3D-Spiel ist, dass man tatsächlich auch was davon hat, dass man unterschiedliche Perspektiven und so aus den Szenen holt. Das finde ich gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir eine Spitzhacke. Das kann ja gar nicht schlecht sein. Jeder Mensch braucht ja eine Spitzhacke. Dann mal drauf da. Ach, dreimal. Immer. Dreimal und jede Tür ist auf. So. Das ist eine Kurbel. Geht auch Passt drüber. offenbar zu einem größeren Mechanismus. Das ist alles. Auch nur diese Kurbel. Also gerade wenn man so einen Werkzeugkasten und so Krams da reinpackt, da hätte ich ja gedacht, brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr als nur das. Aber gut, offensichtlich brauchen wir das nicht. Muss auch sagen, es sind ganz lustige Rätsel bisher gewesen. Auch viele so nämlich Maschinenrätsel, das finde ich ja sehr pfiffig, weil das, wenn man mal The Room gespielt hat, das ist ein Mobile Game eigentlich. Da gibt es aber eigentlich auch auf anderen Plattformen. Dann, da kann man ja echt viel mit so Maschinenrätseln machen. Auch interessante Dinge. Da fand ich das interessant, dass man das hier in das Spiel reingemacht hat. Und zwar auch schon vorher, also die ersten Cyberware-Spiele hatten auch so Rätsel. Aber man muss auch sagen, die sind jetzt nicht. Geschlossen. Und was soll ich jetzt machen? Bis morgen früh in einer Gruft schlafen? Warum nicht? Dieser Mechanismus scheint mit den Toren verbunden zu sein, aber von hier erreiche ich ihn nicht. Ah ja, wir müssen also irgendwie da hinten rum. Gut.
Das kriegen wir ja nur auch noch hin. Hier lang. Wo willst du? So. Und aber die Rätsel sind nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also ich finde, bisher kam man ganz gut klar, wenn man ein bisschen mitdenkt. Aber vor allen Dingen, was ich durchaus im Vergleich zu anderen Adventure-Spielen auffällig finde, ist, dass die Gegenstandsrätsel fast immer so einfach sind, dass man nur sehr wenige Möglichkeiten hat. In vielen anderen Spielen hat man ja irgendwie 10, 20 Items im Kasten. Was einerseits relativ unrealistisch ist, dass man die alle tragen kann, aber auch natürlich immer viel Möglichkeiten der Kombination ermöglicht und man kann dann im Grunde alle mit allen ausprobieren. Das ist hier nicht der Fall. So. Das war ja einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen aufwendigeres Rätsel wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn sie halt schon so ein Tor machen und so einen Mechanismus, dann hätte ich mir denken können, da hätte man auch jetzt ein bisschen Aufwand reinstecken können, da wieder rauszukommen. Aber gut. Offensichtlich nicht der Fall. Junta heißt die Dame, die wir jetzt suchen. Also sie heißt nicht wirklich so, das ist ihr Tarnname, aber das ist ja egal. Sie wirken enttäuscht, Kate Walker. Weswegen? Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber dass Dana Rose ihr Baby verlor und unfruchtbar wurde, widerlegt Ihre Hypothese, dass Sie mit ihr verwandt sind. Oder nicht? Da haben Sie recht, Oscar. Aber ich bin einfach unsinnig optimistisch. Ich wünschte, ich wäre wie Sie, nicht von dummen Gefühlen gelenkt. Danke für das Kompliment. Denke ich. Tut mir leid, das klang anders als beabsichtigt. Genau, wir hatten offensichtlich das Gefühl, weil die wohl so ein bisschen aussieht wie wir, dass es da vielleicht eine Verwandtschaft gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage... Alles in Ordnung, Miss Walker? Es muss ein ganz schöner Schock für Sie gewesen sein, nicht wahr? Tut mir leid, dass ich Ihnen so schlechte Nachrichten bringe. Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof, Miss Walker. Okay. Ach ja, die Schwäne nicht füttern, das war hier das Warnschild. Das muss ein ganz schöner Schock für Sie gewesen sein. Also das wiederholt sich nur noch. Dann rufen wir wohl mal die Tram. Der Friedhof. Und wir wollen zum Gasthof. Aber die Technologie und die Sachen, die sie so machen, um diese Ortschaften dann doch ein bisschen
abgefahren oder so steampunkig wirken zu lassen, das finde ich schon gut. Das passt halt auch zu dem, was das Spiel mal ursprünglich etabliert hat. Was ist mit Danas Mission? Die mit Leons Widerstandsnetzwerk. Sie nahm keine gute Wendung, Miss. Tatsächlich bin ich darum aus London hergekommen. Oh. Ja, eine Sekunde, Miss Walker. Wo hab ich ihn denn? Wegen des vermaledeiten Sturms steht es in allen Zeitungen. Hier sehen Sie selbst. Sturm. Grabungsarbeiten am Teufelskragen unterbrochen. Ein unerwarteter Sturm hat den Stadtrat veranlasst, die Leichen, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis eingefroren sind, in die Berghütte am Silberspiegel zu verlegen. Die gefrorenen Leichen bei der Hütte. Ich habe erst gestern von ihnen erfahren. Meinen Sie... Bisher sind sie noch nicht offiziell identifiziert, Miss Walker. Aber es liegt nahe, dass... Dass zumindest Leon sich unter den Leichen befindet. Ja. Was wurde aus Leon? Den Zeugenaussagen zufolge, die ich hörte, kam Leon auf der Mission um... die das Auswärtige Amt Dana aufgetragen hatte. Offenbar durch eine Lawine. Ich bin eine der wenigen noch lebenden Personen, die ihn identifizieren können. Deswegen bin ich hier. Wenn dieser verdammte Sturm nicht wäre, wäre das heute schon geschehen. Glauben Sie, eine der Leichen könnte Dana sein? Ich nehme an, es wäre nur logisch. Es würde erklären, warum ich nach dieser Mission nichts mehr von ihr sah und hörte. Doch manche Zeugen sagen, dass Dana den Krieg überlebt und die Widerstandskämpfer von Wagen bis zur Befreiung unterstützt hat. Aber wenn diese Aussagen stimmen, verschwand Dana nach dem Krieg. Was ist mit den anderen Leichen? Den Angaben der Gerichtsmedizin zufolge sind insgesamt 3 Leichen aus dem Eis geborgen worden. Eine, bei der es sich vermutlich um Leon handelt, und 2 andere noch unidentifizierte, ein Mann und eine Frau. Verstehe. Nur nicht entmutigen lassen, Miss Walker. Wir werden erst Gewissheit haben, wenn ich sie vor mir sehe. Sobald der Sturm vorbei ist, können wir los. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ja. Miss Walker, wir sind da. Aber Sie kommen nicht mit, oder? Also, Miss Walker, Sie sind vielleicht nicht mit Dana verwandt. Aber Sie sind ihr ähnlicher, als Sie denken. Mm-hmm.
ist mir gar nicht so klar, was wir eigentlich machen. Ah, wir fahren gleich wieder zur Berghütte. Also, anstatt zu warten, bis der Sturm vorbei ist und die Leichen offiziell identifiziert werden, Leichen nebenbei gesagt, die seit 6 Jahrzehnten im Eis lagen, werden Sie und damit auch ich den Berg hinaufsteigen, um sie persönlich zu identifizieren? Ich weiß, Oskar, ich weiß. Aber ich brauche Gewissheit. Denn wenn unter den Leichen wirklich Dana sein sollte, dann... Dann... Wird es für Sie keine Züge mehr geben? Ja. Das ist natürlich auch wieder ganz interessant, weil es gar nicht so klar ist, was sie sich eigentlich erhofft. Spannend, wie sie diese Zwischensequenzszenen machen, wo offensichtlich derselbe Hintergrund immer wieder kommt. Da kann man ja immer viel tricksen, scheinbar. Ja, es ist nicht so richtig, so richtig nachvollziehbar, warum sie das nun unbedingt gleich machen muss. Ich meine, wir sind ja schon mal in der Berghütte gewesen. Es ist offensichtlich ein relativ längerer Weg, beschwerlich und sicherlich bei diesem Wetter auch nicht so super. Und es hätte ja jetzt also niemandem wehgetan, einfach die Nacht da im Gasthof zu bleiben. Das ist schon ein bisschen dumm. Okay, also den Aufenthaltsraum inspizieren ist eine weitere Aufgabe und die Leichen finden. Sie hält wohl stand, trotz des Sturms. Ich glaube, es ist nicht so kalt, dass der Treibstoff gefriert, aber vielleicht sollte man ihn vorsichtshalber innen lagern. Da ist also Treibstoff, für den Fall, dass wir nochmal welchen brauchen. Niemand hier. Es ist noch gar nicht spät. Ich hätte gedacht, Demoiselle Leni wäre noch auf. Ich glaube, alte Leute gehen früh zu Bett, oder nicht? Demoiselle Leni hat mit jemandem Tee getrunken. Vielleicht mit diesem Bergsteiger? Ein Foto von Leon auf einem Schiff. Das muss bei seiner Rückkehr aus Baltaja entstanden sein. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie er den Winter dort auf der Flucht überlebt hat. Leni hatte diesen Zeitungsausschnitt über Leon auch. Offenbar hat das alte Mädchen einen wahren Schrein für ihn errichtet. Noch so eine Zigarre.
Demoiselle Leni hat mit jemandem Tee getrunken. Vielleicht mit diesem Bergsteiger? Irgendwas an Demoiselle Leni ist wirklich seltsam. Ich sollte mal ein Wort mit ihr reden. Aber zuerst die Leichen. Sie sind jetzt alles, was zählt. Ich hatte gehofft, Demoiselle Leni hier zu finden. Keine Zeit, die Hütte nochmal zu durchsuchen. Ich muss die gefrorenen Leichen finden. Ich weiß ja nicht, warum man so scharf drauf ist, gefrorene Leichen mitten in einem Sturm zu finden, aber gut. Das Spiel will offensichtlich, dass wir dahin gehen. Dann gehen wir dahin. Leni hat ihren Aussichtsposten verlassen. Was ist das? Oh, das sind die gefrorenen Leichen vom Teufelskragen. Das Forensik-Team musste sie raufbringen, wegen des Sturms. Aber der Generator hat versagt. Die Leichen könnten Schaden nehmen. Wo ist Demoiselle Leni? Oh, sie schläft in ihrem Zimmer. Sie ist zusammengebrochen, nachdem das Forensik-Team wegging. Oh, was ist passiert? Das hatte sicher mit den Leichen zu tun. Ich meine, sie starrte ständig in diese Richtung. Und dann, als sie vom Teufelskragen herbrachten, war es, als hätte sie ein Gespenst gesehen oder so. Beinahe, als ob... Als kenne sie die Verstorbene. Was? Kümmert sich jemand um sie? Oh ja, keine Sorge. Dieser Einsiedler, der ihr manchmal Holz und Lebensmittel bringt, ist bei ihr. Okay, dann gehen Sie jetzt wieder rein. Ich kümmere mich um den Generator. Sind Sie sicher? Absolut, gehen Sie nur. Los! Ich muss sowieso im Zelt etwas nachsehen. Aha. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Benzin fehlt? Der Tank ist leer. Ich muss Treibstoff finden, damit ich den Generator einschalten kann. Sind Sie nicht vorhin auf einen Kanister gestoßen? Sehen Sie doch mal nach! Ja, danke, Oskar! Ja, danke, Oskar! Dass Sie uns die offensichtlichen Sachen noch mal sagen. Also, ich finde es ein bisschen sehr einfach. Offensichtlich gab es überhaupt keine Chance, dass wir das nicht gesehen haben. Ich muss ja mal sagen, es läuft wahnsinnig flüssig heute. So. Ist was drin? Schein so. Nein, du kannst da schon hingehen. Ist eher die Frage, wo ist hier der Tank? Könnte er natürlich sein. Der Tank ist leer. Ich muss Treibstoff finden, damit ich den Generator einschalten kann. Ja, mach ich doch. Interagieren. So. Hier muss etwas fehlen. Tja.
Tja, nun nicht so, dass ich viele Dinge habe. Ich bezweifle, dass ich hier helfen kann. Wahrscheinlich sowas wie eine Zündkerze. Warum immer gerade bei solchen Dingen die wenigen Teile, die wichtig sind, scheinbar nicht da sind. Verschlossen, das war ja klar. Falsch. Das funktioniert nicht. Also hier ist was, wo was fehlt. Ein Schlüssel oder sowas in der Richtung. Und... nichts. Sagen Sie etwas, Oscar! Dieser Schalter hat den Generator eingeschaltet, Kate Walker. Aber Sie müssen noch den Anlasser betätigen. Okay! Danke, Oscar! Das ist natürlich ein Tipp. Der Tank ist randvoll. Jetzt muss ich nur noch den Generator starten. Anlasser. Ja, zum Beispiel eine Kurbel wäre jetzt hier wahnsinnig hilfreich, oder? Die wir überraschenderweise natürlich nicht dabei haben. Jetzt ist die Frage, hätte ich die ja mitnehmen sollen? Ich denke ja nicht. Schauen Sie, Oscar! Dort müssen die Leichen sein! Es ist zu dunkel, Kate Walker! Wir müssen einen Weg finden, das Zelt zu erleuchten! Okay. Also ganz offensichtlich fehlt uns hier was zum Betrieb. Ich würde sagen, mindestens zwei Dinge. Da ist nix. Leni hat ihren Aussichtsposten verlassen. Da ist auch nix. Kaum überraschend bei dem Sturm. Ja. Ah, ein Schlüssel. Zu klein für eine Tür. Können wir doch jetzt nur hoffen. Schauen Sie, Oscar, ein entfernter Cousin. Wovon reden Sie, Kate Walker? Und warum lachen Sie? Kann doch auch mal lachen. Ich würde sagen, dass wir jetzt mit diesem Schlüssel diesen Deckel öffnen können. Und ja. Trockene Kekse. Geil, Kekse. Das muss die Kurbel zum Generator sein. Warum braucht man dann einen Schlüssel, um die Kurbel rauszukriegen? Warum macht man die Kurbel nicht an dem Punkt, wo sie muss? Ist doch total unpraktisch. Naja. Dann kurbeln wir mal. So geht nämlich Generator.
So, jetzt identifizieren wir hier ein paar Leichen. Haben wir noch irgendwelche Nebenaufgaben? Nein. Wie ich ja an anderer Stelle öfter schon geklagt habe, gibt es nämlich hier diverse Nebenaufgaben, die immer mal wieder, aber sehr... sehr subtil angedeutet werden und ich habe auch schon mehrere verpasst, weil man andere Dinge macht und nicht weiß, dass man da nicht zurück kann. Das in dem Leichensack ist nicht Dana. Harold Exner. Männlicher Weißer, braunes Haar, etwa 50 Jahre alt. Es besteht Grund zu der Annahme, dass es sich um die Leiche Harold Exners handelt. Exner sollte bei einer Aktion des Widerstands durch Leon Kobatis, dessen Überreste sich vermutlich ebenfalls unter den gefrorenen Leichen befinden, ausgeschleust werden. Die Gruppe wurde wahrscheinlich Mitte der 1940er Jahre von einer Lawine erfasst. Okay. Das ist er nicht. Leon, als wäre er gestern erst gestorben. Wie in den Geschichten, in denen Leute Jahrzehnte, nachdem sie von einer Lawine davongerissen wurden, perfekt konserviert im Eis gefunden werden. Schwer zu glauben, dass er schon 60 Jahre tot ist. Das ist ebenso erstaunlich wie auch tragisch. Ja, erstaunlich ist das definitiv, würde ich auch sagen. Oh, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ich hatte den Chat, glaube ich, hier ein bisschen gesichert. Jetzt müsste aber der Chat auch wieder sichtbar sein. Ja, da kommt er. Ich hoffe, es geht gut. Schönen dritten Advent. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, eine gemütliche Runde spielen kann man doch auch mal machen an einem Feiertag. So, da ist er dann. Männlicher Weißer, ca. 30 Jahre alt, helles Haar, Körper nach jahrzehntelangem Eingefrorensein im Eis in außergewöhnlich gut erhaltenem Zustand. Vermutlich Mitte der 1940er Jahre durch eine Lawine umgekommen, alles deutet darauf hin, dass es sich um die Leiche des Bergsteigers und Widerstandskämpfers Leon Kobatis handelt, der seit einer heiklen Ausschleusungsmission als vermisst gilt. Identität muss nach weiterführender Analyse und demnächst durchzuführender visueller Identifizierung bestätigt werden. Ja. Ja, also. Dann ist das aber wohl scheinbar doch relativ klar. Da ist jetzt also kein Geheimnis mehr drin. Schon ein bisschen schade. Immerhin hätte man ja die Hoffnung haben können, dass zumindest er noch überlebt hat, wenn doch alle anderen scheinbar es nicht geschafft haben. Nun gut, da haben wir noch eine dritte Leiche. Eine nicht identifizierte blonde Frau um die 40. Das kann nicht Dana sein. Nö. Blonde Frau um die 40 würde wohl nicht passen. Hier sind wir auch nochmal rein. Weibliche Weiße, blondes Haar, blaue Augen, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Mangels Beweisen ist es unmöglich, ihre Identität mit Sicherheit zu bestimmen. Aufgrund der vermuteten Identität der anderen zwei im Eis aufgefundenen Leichen besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass die Getötete an der Widerstandsaktion beteiligt war, deren Teilnehmer wahrscheinlich Mitte der 1940er Jahre von einer Lawine erfasst wurden. Aber wir wissen nicht, wer es ist. Hier. Erledigt, Oscar.
Dana ist nicht unter den Leichen, die bei Leon gefunden wurden. Bin ich erleichtert. Jetzt, da das geklärt ist, Kate Walker, könnten wir vielleicht in etwas stabileren Räumlichkeiten Schutz suchen? Richtig. Wir sollten in der Hütte nach Demoiselle Leni sehen. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. So. Genau, dann ist auf meiner Uhr auch 46 Minuten vergangen. Das heißt, eine Folge. Und deswegen würde ich an dieser Stelle wohl eine kleine Pause machen. Und wir machen beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, aber heute an diesem Abend natürlich hier noch bei unserem Stream, machen wir weiter und werden Leni konfrontieren und rauskriegen, was wir noch rauskriegen können. Insbesondere, wo denn jetzt Dana geblieben ist, wenn sie denn jetzt hier nicht dabei ist. Ne? Insofern, beim nächsten Mal wieder zuschauen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!